Wobei, nee. Schnell speichern an der Stelle mal. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Internet. Ist eigentlich egal. Mein bla bla bla. 5000 Gewinn. Oh ja. Wir hätten viel mehr Gewinn gemacht, wenn ich all mein Geld da hätte reingestopft. Das ist nicht viel, aber ein bisschen. Bin mal gespannt, was wir als nächstes so Schönes bekommen. Ach verdammt. Jetzt nicht mehr. Fuck you, bitch. Erstmal dem Typen sein Motorrad zurückbringen. Auf jeden Fall. Kein Thema. Oh, it's cool, man. My repo instincts kicked in. Auf jeden Fall. Auto-Wiederbeschaffungsdienst. So läuft das doch. Das klang für mich wie ein Jaguar. Aber jetzt machen wir dem seine Version davon. Ich bin mal gespannt, was er töten muss. Hier sollte eigentlich jetzt noch mein Motorrad irgendwo stehen. Da vorne ist es. Ihr hört Franklin schon schwitzen. Aber da vorne ist mein Motorrad. Komm her, mein Motorrad. Genug gelaufen, Franklin. Wir nehmen uns das Motorrad wieder. Helm aufsetzen. Und auf geht's. Mal sehen, was wir für einen geilen Drogentrip mit ihm hier drauf haben. Bei derselben kranken Wurst. Schild! Boah, wir sind so... Jesus, Motherfucker Christ. Why so serious? La la la. Man nicht sein ganzes Tempo verlieren. Da komme ich locker durch. Hui. Nur wenn er mal einmal auf einer hier so da auf die Idee kommt, eine Seitkurve zu drehen oder so, dann kriegen wir ein kleines Problemchen mit dem. Ha! Monster Sand, 49 übrig. 53 Meter geflogen. Gibt's dafür einen Erfolg für den ersten Monster Sand? Irgendwie nicht. Prohibition is unconstitutional. Oh Gott. So I take it I can count on your attendance, friend. Huh? At the smoke-in. We're what? Yeah, we're gonna bring down the government by smoking weed together in a public place. It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend. Are you? Shit, if being a martyr means to smoke good weed, for sure. Would you like a little warm-up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? You know. Get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me.
We're gonna crush them with our resolve. Here. Have a little taste of that. Oh, jetzt geht's los. Holy crap. Just a mellow, sophisticated high. Man, this seems a little dry. Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Man, this shit is garbage. Anyway, just get the stuff. It's a revolution, and then call me. Crazy motherfucker. Hofelkopter. San Andreas needs you. I'll text you where the stuff is. Hey, go quick before someone sees you. And look out for the cops and the monsters. They're everywhere. Richtig behindert. Also, kannst du das und das sehen? Nö. Ja, Franklin hat halt schon tonnenweise Gras geraucht. Dementsprechend spürt er dann einfach gar nichts. So, wir werden jetzt mit Franklin Flugstunden machen. Ja, ja. Nein. 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 Ja, schnell speichern. Genau. 36% haben wir. Was mache ich jetzt? Ah ja, genau. Genau, wir werden mit Michael, war das natürlich nicht mit Franklin. Franklin waren wir ja gerade mit Michael, werden wir Flugstunden machen und dann werden wir uns das Zeug beschaffen. Das werden Flugstunden jetzt noch in die Folge reinpacken. Weiß er nicht. Ich guck gerade so auf die Zeit. Ah, jetzt kommt der Wie. Ja. Mhm. Michaels Leben ist leicht Psycho. Ach. Ja, raus hier erstmal. Nö, umziehen eigentlich. Ja, ist jetzt gut. Mike, wir beide wissen, Fliegen ist nicht deine Stärke, aber hier für Hafenjob wirst du fliegen. Wirst du fliegen müssen. Nimm ein paar Stunden in der Flugschule, damit du es nicht versaust. Jo, genau das hatte ich vor. Genau das hatte ich vor. Irgendwie. Wem sein verkacktes Auto ist das, bitte? Ist das unsers? Alter, nein! Erinnert ihr euch noch? Ich habe doch für so Schweine viel Geld dieses Scheißauto getunt. Wobei, scheiße, nein, hier ist der Wagen. Bäh. Er zupft dich. Das Auto ist so hässlich. So fucking hässlich. Und dann hat das Turbo-Einlass. Gott. Es gibt Autos, die sind auch mit Tuning nicht mehr schön zu kriegen. Es gibt noch eine andere Sache, die der gute Michael nicht kann. Auto fahren. Oh! Easy. Ruhig. Ganz ruhig. Driven. Lol, das Teil bricht da aus. Ach ja, das hat ja Vorderradantrieb. Klar, das bricht natürlich immer übel schnell aus. Hat aber auch hammergeiles Handling. Nein! Der Typ hat mich gebremst. Danke, Typ. Jesus! Er hat mich gebremst. Voll nice von dem. Nein! Boah. Mal geile Scheiße. Das hätte uns nur fast getötet, kein Thema. Dieses wunderschön anzusehende Auto fährt doch noch. Hoi. Vorderradantrieb mit fettgeil Tuning ist nicht so. Ja, welches? Von wem ist das, das beschlagnahmte Fahrzeug? What the fuck? Sicher, dass du dieses Fahrzeug abholen willst?
What the fuck? Die Karre unserer Tochter ist das. Ach ja. Danke, danke. Jetzt geht's zu den zur Flugschule. Ach, so ein kleiner Mini. Schicker, süßer Mini. Das interessiert mich mal kurz. Lol, der hat auch Vorderradantrieb. Hat man gleich gemerkt. Man rutscht die nämlich immer so geil in den Kurven. Oh ja, ich sag's euch. Alter, öh ich mich oder kann die Karre einiges? Ich kann echt einiges. Woo! Ah, perfect drifting. Nur ein bisschen der Hinterreifen gelitten. Ach komm, jetzt fahre ich damit zurück. Auf zum Flughafen, Bitches, mit diesem wunderschönen Mini. Oh yes. Lol, habe ich gerade erst auf... So ein Quatsch. Ich drifte hier voll geschmeidig um alles mit... Lol. What the fuck? Ich habe mich schon die ganze Zeit mal gefragt. Nö. Ich hab gedacht, dass das Auto vielleicht umstoßbar ist, aber irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Ach, da oben ist die Flugschule. Yeah, Flugschule. Wenn man bei der Flugschule teilgenommen hat, darf man dann auch... Ja, Flugschule. Bin ich ja sehr drauf gespannt. Übungsart, okay. Bin ich sehr drum gespannt. Welcome to Flight School. My name is Jackson. With a J. And I'll be your instructor. First things first. Let's see if we can get you into the air without killing yourself or someone else. Starten. Kriechen, kriechen. Kann ja nicht so schwer sein. We're gonna start with a basic takeoff. Hold the throttle all the way down to pick up speed and pull back on the stick to take off. Congratulations, pilot. You are now airborne. Now, navigate through those checkpoints marked on your radar, and we can move on to the next lesson. Yeah. Ooh. That was a good start. Well done. Ja, das war Gold. Übungsstart mit Gold. Abgeschlossen. Medaille Übungsstart. Ja, ja. Lerne, wie man sich auf einer Rollbahn landet. Kopfüberflug, ja komm, machen wir einfach mal ein bisschen was davon. So Runde flott 10 Minuten landen noch. Now I'm gonna have you attempt a safe landing on the runway. You won't have many chances to get this wrong, so please follow my instructions very closely. Ich glaube, wenn wir das falsch machen, wird erstmal abgekratzt. Oh, das wird lustig. Start reducing the plane
gains altitude gradually, so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Bin ja schon gelandet. Executed like a pro. Now let's get the plane off the runway. Taxi over to the marked area. Ach, ich soll da drin stehen bleiben. What the fuck? Ich dachte, ich fahre da einfach durch. Und dann lese ich unten gerade so, stehen bleiben. Und in dem Moment, als ich gelesen habe, wollte ich noch zur Seite wegfahren. Okay, okay, okay. Start reducing the plane's altitude gradually, so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Start to decelerate while you're still in the air, but be careful not to stall the engines. Ja. Ich hab noch leicht. Executed like a pro! Now let's get the plane off the runway. Taxi over to the marked area and come to a complete stop. That was an excellent landing! Very well done. Ich hätte das auch mit Gold machen können, scheiße. Ah. Kopfüberflug. Okay, Kopfüberflug geht los. Kopfüberflug, so. In this lesson, you're going to be performing a couple of different stunts. We'll start you out with a few barrel rolls. And if that goes well, you can take a crack at flying upside down. So, dann starten wir doch mal. All right, pilot. It's time for us to get a little crazy. First, I want you to get some altitude and head for that checkpoint marked at the end of the runway. Ja, das wird ja nicht so schwierig, da reinzukommen sein. Wunderschön. Good. Okay. Let's see what you got. On my mark, perform a barrel roll by pulling your flight stick to the left or right. Okay. Okay. Perform a barrel roll. Stones of steel. I like it. Now let's try a few of those in a row. Level out your plane and get ready. Okay. I want to see you do three barrel rolls in a row on my signal. Watch your altitude on this one. Okay, perform three barrel rolls in a row. Eins, zwei und drei. Very nice! Are you getting dizzy in there yet? Go ahead and level out the plane again. Now let's see how you do upside down. On my word, roll over the plane and hold it steady. Okay, roll the plane upside down. Hold the plane upside down for several seconds. Kein Thema, Rückenflug. Easy. Voll kein Thema und so. Vielleicht doch ein bisschen Thema. Roll the plane right side up. Gold. Great work out so muss das. I'll teach you some more moves next time. Sehr schön. Kopfüberflug haben wir auch. Wir haben gar keine Punkte für den Kram bekommen. So, lernen, wie man auf der Seite fliegt. Lol, okay. Jetzt kommt der Messerflug und danach... Ich glaube, zwei Sachen mache ich noch. Der Messerflug? Ich könnte eigentlich alles mit Gold abschließen. Aber wir kriegen... Kriegt denn der Gute? This lesson will help you build your stick and rudder skills. You have to keep your plane steady while rolled over on either side. Perfecting this trick will really come in handy in the later lessons. Ja, wir können ja mit dem Seitenruder dann hoch und runter fliegen, theoretisch. 3, 2, 1 und go! Take off and head for the checkpoint marked at the runway. Then, I'll talk you through it. Riechen. A knife is one of the harder moves. You'll have to keep your wings steady and use your rudders to maintain altitude. Hab ich mir gedacht.
When I give you the signal, I want you to try to hold a knife edge with your plane. Okay, perform a knife edge. Perfect. Now hold that position. Don't forget to use your rudders to maintain altitude. Richtig. Richtig. Good. Let's see if you can do the same thing on the other side. On my mark, roll your plane over to the opposite side and hold the position. Okay, perform a knife edge on the other side. Level out the plane. Yes, und auch Gold. Yay! Du kannst stolz auf dich sein. Messerflug haben wir auch mit Gold bestanden. Vielleicht mache ich auch jetzt diese ganzen Teile hier Gold. Kriegt man dann wohl. Eigenen Flughafen, Tiefflug. Folge im Kurs durch die Stadt und fliege dabei in niedriger Höhe. Klar. 2 Minuten 15 habe ich gesehen. Kriegen wir auch hin. So schlecht fliegt Michael jetzt eigentlich gar nicht, wobei der fliegt nie lange. Diese Hinderniskurs. Ja, ich denke auch, vor allen Dingen, weil ich ja bei der niedrigen Höhe nicht wirklich mit den Seitenrudern das Ganze lenken darf. Okay, dann mal starten. I want you to use everything you've learned so far to navigate this course as fast as you can. Watch your altitude, though. This is really a test of how low you can go and how well you can maneuver the plane. Oh, ich würde so gern wissen, wie gut er da dann ist. Hab ich mir fast gedacht. Oh, es wird gehen. Wir messen auf meiner Zeit die Höhe des Meeresspiegels an. Er zeigt die Höhe über. Ach so, die Höhe über, okay. Die horizontale Linie steht für das Flugzeug, die halten sie unterhalb der oberen Höhenlinie, okay. Kriechen, kriechen. Kriechen. Concentration. Bis jetzt ist alles easy. Seitenrudern. You got this. You're looking good. Danke, danke. Very nice. Bin auch gar nicht so schlecht im Fliegen. Ich war aber noch nie wirklich schlecht. You're looking great. Danke. Ah. Vorsicht, sonst komme ich dagegen. Keep it up. Looking solid. Boah, das eng. You're looking good. Bin ja mal gespannt, da hinten ist immer noch kein Ziel. Nerv, 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 30 Sekunden. Nicely done. Da ist das Ziel. Gold, 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 Gold. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 und Gold. Excellent job. I couldn't have done it much better myself. Yes. Die Flug auch hingekriegt. Hammergeile Scheiße. Auch das habe ich mit Gold abgeschlossen. Aufsetzen, lande den Flieger auf einer Brücke. LOL! Helikurs, Helizeitrennen, Fallschirmsprung, Absprungzone. Ja, komm. Machen noch die zwei Flugzeugdinger und dann haben wir's. Dann haben wir's. Also Flugzeug reicht dann erstmal. Helikurse gibt's ja auch noch, aber reicht erstmal. Mit Michael. Habe ich ja schon fast alles auf Gold. Aufsetzen auf einer Brücke. In this lesson, I'm going to teach you how to perform an emergency landing. Remember to begin decelerating while you are still airborne for a smoother touchdown. Then, once you're on the ground, the brakes should bring you to a full stop very quickly. Okay. 10 Meter oder so, okay. Okay, you see your checkpoint marked on the radar? You're going to practice an emergency landing on that bridge straight ahead. Slow your approach as you descend onto the road.
If you touch down smoothly, your plane is gonna stop pretty fast. Was war das jetzt? Bronze? Alter, nein, das ist Bronze, ne? Silber, okay. Ich bin zu schnell gewesen. Das schaffe ich aber. Das mache ich nochmal. Das mache ich nochmal. Bin zu schnell gewesen. Hm? Krieg ich hin. Krieg ich hin. Ich bin nur zu schnell gewesen. Okay. Ja, ja, ich sehe den Kontrollpunkt. Krieg ich hin. Slow your approach as you descend onto the road. If you touch down smoothly, your plane is gonna stop pretty fast. Damn. Not too bad, but there's still some room for improvement. Müsste das nicht Gold sein? Ach, ich soll ganz nah dran sein, jetzt verstehe ich das. Ach so. Na egal, jetzt verstehe ich das. So, lerne, wie man in Looping fliegt, ja. Jetzt wird geloopingt und dann haben wir eigentlich schon von den Flugzeugen alles. Helikopter fliegen ist anstrengender wie Flugzeug. The inside loop can be a little disorienting, so we'll see how you do under pressure. Make sure you start this stunt from a completely level position. It's also important to remember to pull your stick back as straight as you can, so you don't get thrown into a spiral. Mhm. Keine Spirale fliegen. Konnten wir mal. Take off and head for the marker at the end of the runway. Some pilots find these moves particularly tricky, so it might take you a few tries. Das war das letzte bei den Flugzeugdingern. Ich habe ja alles Gold oder Silber. Zwei Silber, alles andere Gold. Always make sure your plane is straightened out before you attempt an inside loop. On my mark, pull back hard on the flight stick and hold it. Okay, perform an inside loop. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. That wasn't too bad for a rookie. Let's try it again. Just like before, steady the plane first. Wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Hatte ich vor. Okay, perform an inside loop. Bin dran. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. Now we're talking. You're doing good so far. I think we can squeeze in one more stunt. We'll combine the inside loop with the barrel roll to perform a roll off the top. Start with an inside loop, but only go halfway. When you're fully inverted, then roll the plane over. Now, when I give you the go-ahead, yank the flight stick back as hard as you can. Ready? Perform a roll off the top. Now, roll the plane right side up. Was heißt rechts hoch? Yeah, that was a little sloppy, but passable. Keep practicing. What the fuck? Lol, Michael hat Fliegen 100. WTF? Ben. Hauptsache, wir haben dadurch Fliegen 100 gemacht. What the fuck? Nö. Ja, ich hab... Alter, dadurch... Ach da, doch, der Fliegenmaximum. Hammer geil. So, wir gehen wieder auf Trevor und holen uns dann das Zeug.